Liebe Siedler, seid mir ganz recht herzlich willkommen und gegrüßt hier zu Siedler 7, ne? Let's Play, ne? Und überhaupt und sowieso. Und ja, wir sind ja jetzt hier so ein bisschen, ne, weil Bors hier am Drängen ist wie nichts Gutes, ne, sind wir jetzt hier mal so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ne? Sprich, der will ja Ramirez angreifen, ne? Und hier sehen wir den Turm. Meine lieben Freunde, hier sehen wir ihn und wir brauchen auf jeden Fall unsere Musketiere, ne, mit ihren Ballermännern und, ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir machen jetzt hier mal. So, da kommen dann unsere Jungs, ne, ich hoffe, die sind jetzt auch gut drauf, ne, haben sich alle gut ausgeruht und so, ne, da kommen unsere Musketiere und, ja, ich hoffe auch nach wie vor, ne, dass der Sound soweit jetzt erstmal okay ist. Wir folgen jetzt mal unseren Jungs, ne, hier seht ihr die Musketiere, ne, das müsste gut klappen, ne, die ballern nämlich jetzt ein bisschen hier auf das, Dingen ein. Ich bin jetzt mal still, ne? Da nehmen sie Stellung auf. Kommt, Jungs! Feuer! Da sieht er schon die Kanonen ballern, ne? Scheiße! Spannend hier mitten am Schlachtfeld, ne? Okay, da sieht man, wie viel das noch auf Hacken hat, das Ding, ne? Ist schon wie ein bisschen was am Kuckeln, das ist gut, ne? Weil wir schöne viele Musketiere gemacht haben, ne? Ja, Hälfte haben wir geschafft. Das ist, sieht gut aus. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Kopf um. Mal gucken, was Ramirez dazu sagt, dass wir hier seinen Turm wegballern. Kopf um. Spiegel 45, Randale. Auf jeden Fall gehen da hier keine Menschen drauf. Hier bei uns schon, ne, ne, die Kanonen ein bisschen schießen und so, aber wir gucken mal. Ja, sieht aber echt gut aus, ne? Ich glaube an uns, ne? Das ist, So, er brennt jetzt schon ziemlich hell. Ein kleines Fitzelchen hat er noch und dann ist er unserer. Dann ist Ramirez bestimmt total sauer auf uns, ja. Ramirez, mich dünkt, du hast nicht mehr viel Zeit hier. Okay, da schießt die Kanone. Okay, da ist ein von uns zersemmelt. Kommt, jetzt ballert den ab. Die müssen natürlich immer nachladen. Ihr habt die Schlacht gewonnen. Und was jetzt? Weiß ich gar nicht mehr genau. Da geht der Captain wieder, ne? Gucken, wo er hingeht, ne? Okay, wir folgen ihm. Ich glaube, Ramirez hat vier Männer. Ich glaube, da ist nicht mit gut Kirsch. Also, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Komm, Ramirez, wir machen dich fertig. Ramirez, du hast keine Chance. Ergib dich. Ja, sieht gut aus. Geh mal ein bisschen näher ran. Hier live dabei, ne, auf dem Schlachtfeld. Unser General steht da, ne, und die Leute von Ramirez, ne, hier steht der Bäcker mit dem Nudelholz. Denkt sich nichts dabei, dass ihm da die Kugel um die Ohren fliegen, ne. Oh, die haben aber auch schon Musketiere. Okay. Kommt, Jungs, nachladen. Genau, sieht gut aus. Jetzt wuppdiwappdi. Perfekt, das sieht doch echt gut aus. Nur unsere Leute sollten ihr bisher nicht erschießen. Ja, der Bäcker steht ja ganz seelenruhig mit seinem Nudelholz. Ihr habt die Schlacht gewonnen. Mal gucken, was Ramirez jetzt dazu sagt. Wir folgen unserem Captain. 15 Leute haben wir noch. Ich glaube, 20 oder 21 hatten wir. Ich weiß gar nicht genau. Wo geht er denn jetzt hin? Wir folgen ihm auf jeden Fall. Oh, geht er direkt ins Schloss? Okay, die weiße Ferne, die ergibt. Oh, wir gehen direkt in Ramirez Schloss. Oh, Ramirez, das wird dir nicht smacken. Ich fürchte, das wird dir nicht smacken. Und geht der Captain rein und jetzt wird ein bisschen mit Ramirez verhandelt, ne? Oh, das ist, Ramirez. Ah, 9%, aha, 12%, 13%. Jungs, gut gemacht, bin stolz auf euch, ne? 15 war ja doch ziemlich leicht, ne? Das wird später noch viel, viel schwerer, meine lieben Leute. Allerdings gibt es dann auch die Möglichkeit, durch so ein paar Pages, ne, die Feinde zu ja, sanft zu besiegen. Ne? Das heißt, wir bringen die dann, ne, und machen dann, dass die an unseren Gott glauben und dann, ne, bekehren wir die und dann sind die schon ohne Krieg bei uns sofort am Start. Das werden wir auf jeden Fall praktizieren, weil ihr wisst ja so, Krieg, ne? Haben wir jetzt mal gesehen, ist eine nette Sache, ne? Wird auch auf jeden Fall noch schwerer. Mal gucken, was der gute Ramirez jetzt so zu sagen hat. Na, Ramirez, ich bin da ein wenig. Ja, ging ja doch schon ziemlich einfach, liebe Leute, ne? Bin ich ja doch, Wir haben Ramirez besiegt. Sieg. Eingenommen, Schloss von Ramirez. Ramirez Gottmine. Super, unsere sind nämlich leer. Treibt es nicht zu doll, Prinzessin.
Obwohl ihr mich besiegt habt, wird euer Erfolg nur von kurzer Dauer sein. Spricht euer Gewissen oder euer gekränkter Stolz? Weder noch. Erhört die Kenntnis eurer Feinde. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance gegen den mächtigen Lord Wolverine oder seinen schwarzen Ritter Drakorian. Ah, schwarze Ritter. Ihr wollt doch bloß einschüchtern. Ich versuche lediglich, euch zu warnen. Kehrt um. Tandrien wird nie euer sein. Ich habe keine Angst. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, Prinzessin. Ihr wart siegreich. Ihr wart siegreich. Yippdi-dappdi. Verwendet ihr Wobbelmünzen im Kopf, neue Spiele? Was das soll, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da kann man das Schloss noch ein bisschen verschönern. Aber ihr Leute, ich finde das Schloss schon schön genug. Das ist so amtlich, ne? Ja. Da klimpert's in eine Kiste, ne? Finde ich gut, ne? Und ja, seht's euch an, ne? So sieht ein erfolgreiches Kapitel aus, ne? Schön und so weiter und so fort. Und Ramirez, ne, hat uns gewarnt. Alles so eine Scheiße bei Ramirez, ne? Aber wir machen jetzt hier nichtsdestotrotz weiter. Ich gehe mal auf Kampagne fortsetzen, liebe Leute. Bitte haben Sie Spaß. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, Zoe wieder. Wut entbrannt. Ja, wir haben ja gerade ein bisschen da rumgeholzt, ne? Kann man machen, ne? Ich weiß auch nicht genau, ne? Aber wir schauen uns das mal in aller Ruhe an, liebe Leute. Da brennt die Kerze runter, ne? Die Kerze wird Ramirez jetzt sagen. Netter Mann. Ich glaube, der war doch ein bisschen überrascht, dass wir da auf einmal so aufgetaucht sind. Fand ich auch schon ein bisschen seltsam, liebe Leute, muss ich sagen. War, ne? Nicht von schlechten Eltern. Okay. Ora et Labora. Ja. So. Ochsenrad. Beschreibung. Nahe der blühenden Ortschaft Ochsenrad ist eine antike Bibliothek gelegen. Seid auf der Hut. Raspun. Was? Raspun greift bereits danach, um mit ihrer Hilfe seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Wollt ihr dies verhindern, müsst ihr in Ochsenrad das Kirchenwesen errichten. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen so, ne? Kirche und so, ne? Ora et Labora, ne? Ja, Bete und Arbeiter heißt das, glaube ich, ne? Und ja, ich würde sagen, ne, wir starten mal die Kampagne, liebe Leute, ne? Kenn ich nix, drück ich drauf, wie nix gut ist, ne? Kaum hatte Zoe Ramirez besiegt, kündigte sich schon eine neue Bedrohung an, angeheizt durch das Verlangen nach Wissen und Macht. Mhm. Mhm. Geht es jetzt hier noch weiter? Oder ist das Spiel jetzt gerade abgepfiffen? Liebe Leute, ich ahne Fürchterliches, ich ahne Schlimmes. Ich weiß auch nicht, was in aktueller Zeit mit meinem System los ist. Hier, komm, bitte, mach doch weiter, der. All der. Tja. Ja, ich fürchte mal, das hat keinen Sinn mehr, liebe Leute. Ich knipse das mal aus, ich bin vielleicht gleich wieder bei euch. Meine lieben Leute, es ist mir leider gerade abgestürzt. Ich werde jetzt versuchen, das nochmal aufzunehmen. Wir müssen mal gucken. Das ist leider in letzter Zeit sehr, sehr anfällig, das Spiel. Ich weiß auch nicht, warum diese Online-Geschichte mit dem Online-Speichern und bla bla bla. Ich persönlich halte da ja gar nichts von, aber man kann sich dem ja leider bei einigen Spielen nicht entziehen, nicht sich dagegen wehren und wie auch immer. Wir gucken mal. Mal schauen, ob er jetzt das Intro des neuen und so weiter aufnimmt. Ich hab das schon vorgelesen, werde es aber jetzt nochmal ganz kurz lesen, weil ich nicht genau weiß, was wir davon haben. Ich lese es nochmal. Ochsenrad, nahe der blühenden Ortschaft Ochsenrad ist eine antike Bibliothek gelegen. Seid auf der Hut. Raspun greift bereits danach, um mit ihrer Hilfe seine finstersten Pläne in die Tat umzusetzen. Wollt ihr dies verhindern, müsst ihr im Ochsenrad das Kirchenwesen einrichten. Gut, wir müssen jetzt hier ein paar Tempel bauen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Wenn das jetzt nicht klappt, dann gebe ich es auf, meine lieben Leute. Aber wir gucken mal. Ora et Labora. Bete und Arbeit. Kaum hatte Zoe Ramirez besiegt, kündigte sich schon eine neue Bedrohung an, angeheizt durch das Verlangen nach Wissen und Macht. Okay. Okay. Okay, es geht weiter. Ich habe zwar null Frames, aber es geht weiter.
Ich sehe irgendwie nichts. Da kommt was. Geht es jetzt weiter hier oder müssen wir noch ein bisschen warten, oder was? Okay. Liebe Leute, dann werde ich das jetzt hier an dieser Stelle leider abbrechen und da passiert auf jeden Fall was. Ora et labora. Weil irgendwie das läuft so hakelig, auch in der letzten Aufnahmesession schon, sind mir diverse Sachen einfach abgestürzt. Das ließ sich nicht in der Cloud speichern und hast du nicht gesehen. Und wir gucken mal, was jetzt hier passiert. Na, noch läuft der Fisch da durch die Gegend, ne? Das ist jetzt der böse, wie hieß der, Oxnard oder wie auch immer, keine Ahnung, ne? Und, Questliste und wir müssen gucken. Ich hoffe, das läuft jetzt. Ansonsten, wie gesagt, kommt jetzt was, liebe Leute, kommt jetzt was hier. Auf jeden Fall, der Typ sieht ganz schön gruselig aus, ne? Ich weiß gar nicht, ne? Meine Frames bleiben auf 6 stehen. Na, der blinde Ortschaft Ochsenrad ist ein antiker Bibliothekling. Genau, der Raspun, genau, so heißt der Knabe. Raspun will da irgendwie, ne, ein bisschen Krach machen und so weiter. Und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, das wird keiner. Passiert nochmal was? Okay. So, wo sind wir jetzt hier? Ochsenrad. Wahrscheinlich wieder zum linken Eber, ne? Gucken. Prinzessin, wir haben ein neues Problem. Raspun und sein Drachenorden haben vor, Bischof Matthäus Bücherei zu besetzen. Wenn ihnen dies tatsächlich gelingen sollte, hat der Orden Zugang zu mächtigen Technologien. Und ich schätze, das müssen wir verhindern. Krieg, Prinzessin, wird nicht nur durch Militärgewalt gewonnen, sondern vor allem auch durch technologische Vormacht. Ich glaube, ich verstehe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen Raspun unbedingt stoppen. Wie ich sehe, habt ihr die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt. Milady, ich habe einen Plan. Um Raspun aufzuhalten, sollten wir die Gunst des Archivars gewinnen. Okay, Gunst des Archivars? Der Hüter der antiken Bücherei hat er Zugang zu mächtigen Technologien. Wenn wir ihm Geistliche schicken, um seine Studien zu unterstützen, wird er uns sicherlich verraten, wie wir dieses technologische Wissen nutzen können. Also verliert keine Zeit. Raspuns Schloss. Ich warne euch, Prinzessin. Pfuscht mir nicht ins Handwerk. Der Drachenorden verfügt über Kräfte, die ihr nicht zum Feind haben wollt. Um Geistliche auszubilden, benötigen wir eine Kirche. Wie ihr seht, gibt es hier keine. Okay. Allerdings ist ein einfaches Wirtschaftsleben vorhanden. Das wird uns helfen. So. Um eine Kirche zu errichten, müsst ihr zunächst eure Siedlung verschönern. Baut also einige Prestigeobjekte. Darf ich jetzt auch mal wieder? Das ist eine schöne Sache. Meine lieben Leute, pass mal auf, ich werde jetzt Folgendes machen, weil das Ganze doch echt ziemlich problembehaftet ist, werde ich jetzt hier mal einen Cut setzen, werde abspeichern, werde die zwei Folgen, die ich glaube ich gemacht habe, versuchen jetzt zusammenzuschneiden, auch durch den Absturz, müssen wir mal gucken. Ich bin ehrlich, ich habe da nicht wirklich Bock drauf, so weiterzumachen, weil das ist, ich verstehe es nicht, ob es am Aufnehmen liegt, denn früher konnte ich das Spiel problemlos durchzocken, kann wirklich mit dem Aufnahmen, mit dem Programm und so zusammenhängen, ich weiß es nicht. Werde jetzt erstmal eine Pause machen und mal gucken, ich werde das vielleicht morgen auch nochmal in ein paar Action-News verkünden, dass wir das nicht weiterspielen werden. Ich denke mal, wir werden dieses Let's Play so live
leid es mir tut, an dieser Stelle abbrechen, denn ich hatte bei der letzten Aufnahme schon wirklich vehemente Probleme und es hat einfach nicht zwischengespeichert und das Ding nicht gestartet. Das läuft über dieses komische Uplay und es tut mir wirklich super leid, aber ich kann aktuell jetzt erstmal so nichts machen. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut setzen, werde dann nochmal in der nächsten Woche oder so versuchen, eine Aufnahmesession zu machen. Sollten wir das dann hinkriegen, spiele ich natürlich weiter. Ihr wisst ja, ich spiele das sehr, sehr gerne. Wenn es dann trotz allem nicht funktioniert, meine lieben Leute, bitte seid mir nicht böse, werde ich das Let's Play so an dieser Stelle beenden, denn das ist schon bei den Sims so gewesen. Wenn ich gegen die Angst des Absturzes spielen muss, dann macht mir das keinen Spaß und das ist dann auch eine ziemlich traurige Sache. Gut, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank trotz allem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Ihr könnt ja mal kommentieren, was wir so machen sollen. Wie gesagt, ich denke mal, eine Aufnahmesession werde ich noch machen. Nur heute nicht mehr, weil das lohnt sich nicht mehr und wir gucken mal. Gut, in diesem Sinne, ab in die Rinne, liebe Leute, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer doch sehr trauriges Spielkind 45. Ciao, ciao.